Herzlich willkommen zur heutigen Folge Karte auf den Marsch. Wir mähen und treffen Ballen auf Feld Nummer 36. Ich schaue mal ganz kurz, ob das auch klappt mit dem Wendemanöver. Ob der Traktor der andere, der hinter uns ist, oder ja, hinter uns genau, die richtige Bahn nimmt. Das heißt, gleich die nächste. Ich habe Verdacht, dass der eine was verkehrt macht. Na doch, alles richtig. Also das Mähen geht sehr zügig. Was wir hier machen müssen, ist noch düngen. Das ist hell grün. Das heißt, wir haben aktuell auf der 13 noch einen Düngerfahrer und auf dem Hof. 13 wollte ich eigentlich lassen. Die müssen aber auch entsprechend die Ballen einsammeln. Das heißt, dass der LKW da drüben, den brauchen wir jetzt. Ohne dem anderen von Holz. Den nehmen wir von Holz. Der Holz ist beim Sägewerk. Wir brauchen nur einen LKW. Die Ballen müssen ja gleich weg. Sonst gibt es ja Schwierigkeiten irgendwann. Ja, Schwierigkeiten, wir wollen ja gleich düngen, ne? Und deswegen muss man ja gleich hin und wegfahren. So. Muss Holz warten. Warum bin ich jetzt? Kann ich sagen, weil das Gras, das dauert eine ganze Weile, bis es entsprechend reif ist. Ich habe es ja getestet oder erst mal gehabt, wo wir hier mit Season gestartet sind. Auf der einfach noch. Das Gras wird erst im Sommer reif. Das heißt, es dauert mir zu lange. Wir brauchen Silage für die Kühe. Und wir können auch ein bisschen Silage brauchen für die BGAs, da die uns beide gehören. Bis das Mais soweit reif ist, das dauert eine Weile, bis es überhaupt wächst. Wenn es überhaupt wächst, immer. Ne? Also es kann leider auch nicht wächst. Ist noch nicht ganz sicher, weil es noch zu kalt ist. Bodentemperatur ist noch zu kalt. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir jetzt die Ballen erstmal eingesammelt kriegen und bei der BGH zwischenlagern. Die brauchen hier auch 2 Tage, um entsprechend zu silieren. Bei 6 Tagen brauchen wir 2 Tage, also 48 Stunden. Das bedeutet, wir haben unseren Autohänger, der ist da hinten irgendwo. Wo habe ich den hingestellt? Ach, in der Halle, glaube ich. Wo kein Platz hatte. Naja, so ist das mal. So, jedenfalls einsammeln und erstmal zwischenlagern. Natürlich bei der BGH und später ein Teil brauchen wir für die Kühe, ein Teil, wenn wir das Geld verdienen. Und später, wenn wir den Dings machen hier, Mais, wenn das klappt, den werden wir dann entsprechend ja, Bunker oder Silo, ich weiß auch nicht genau. Was sind eure Vorstellungen dafür? Ich meine, Mais ist ein Haufen Arbeit, da muss man mal dazu sagen. Ne? Also müsste ich versuchen mit Autodrive hinzukommen. Ob das aber klappt, weiß ich nicht. Aber ist ja kein Thema, kann man ja mal einen Traktor nehmen, ne? Einen starken Fan zum Beispiel und dann entsprechend alles schön in die andere BGH reinfahren, wo nicht hier zu Rad sind. Weil da haben wir das Mais vor der Tür, so war es geplant, kurze Wege, großes Fahrsilo, was heute gestern ja mitgeliefert wurde, was ich heute runtergeladen habe, und dann können wir Mais einarbeiten. Und dann haben wir auch entsprechend Verdienstmöglichkeiten her für bevor wir überhaupt die anderen Sachen kriegen können. Ne? Also, ach, hier ist ja die
Die Gärtnerei oder was hier ist, Verkaufspunkt. Das ist ungünstig. Fahren wir oben rein, wenn ich quer rüberfahren müssen. Na, hier fahren wir rein. Hat keiner gesehen. Ja. Aber wir müssen das nur so wegräumen. So. Weil das muss ja eh gemacht werden. Also ob da. Das ist ja so, ne? Weil wir sind gleich düngen wollen, muss es ja auch runter zurück. Ziemlich blöd, ne? Denn hier alles mitnehmen. Unkontrollierbar. Ah ja, geht ja nicht. Normalerweise Eye Tracking, aber das ist aktuell aus. Warum weiß ich auch nicht. Würde höchstens ein Neustart des Rechners helfen. Oder Stecker ziehen. Dann kann ich wieder mit der Maus steuern. Ach, Maus geht auch. Ja doch. Geht ja ohne. Dann müsste ein bisschen mehr zurückfahren. Aber so geht er ganz zügig. Vier Maschinen ist das ja schnell erledigt. Und hier könnte man auch scharf einstellen, also. Zusammen, ne? Obwohl, mal dazu sagen, es würde mehr bringen, wenn wir vorgedüngt hätten. Aber gut, ist halt so, ne? Dann können wir noch nebenbei die Beine wegfräsen. So. So, B. Weil die wollte ich weg haben. Weil ich überlege, wirklich ernsthaft die Felder zusammenzulegen. Dadurch müssen wir arbeiten sie schneller. Oder gleich hin auf dem LKW. Passt auch. Hauptsache nicht irgendwo hin, wo ich hin soll. Ein bisschen lagert er ja auch in der Fräse ab. Oder eben gerade einen Schlag den Baum weggejagt. Ein bisschen erschrocken. Ja, ein bisschen Geld haben wir nicht. Na, wie gesagt, wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Da bietet sich an,
die Ballen zum Gold zu Geld zu machen. Teile sicherlich im Hof bringen. Können wir verarbeiten in der Mischfabrik. Oder wir schaffen noch ein Ballenlager an. Für Ballenlager wird das Geld nicht reichen, weil wir eben nicht unbedingt anpumpen. Aber wenn wir einen Teil bei der BGA verkaufen, die Hälfte ungefähr. Wir können ja auch nächsten Wiesen machen. Dann verdienen wir noch was. Bisschen. Uhrzeit? 10. 10 haben wir noch. Ja, die Wiese werden sie nicht schaffen jetzt in der Zeit. Deswegen habe ich gespeichert. Dann können wir das in einer Woche nahtlos weitermachen. Kann ich auch Armut essen. Können wir hier das vergrößern und dann haben wir ein bisschen mehr Ackerfläche für. Wir können dann nach der Wiese noch aussehen hier, ne? Rein theoretisch Mais. Hört sich an. Aber da muss bestimmt gepflügt werden. Aber das entscheiden wir nächste Woche. Also ihr könnt es auch reinschreiben in Kommentare, was ihr haben wollt. Auf Feld Nummer 36. Was da rein soll. Wenn da einer einen Wunsch äußert, wird es gemacht. Mais wäre optimal für die BGH. Oh, das ist voll. Ah, ich würde auch was anderes tun. Gibt es ja hier eine große Auswahl an Früchten. Bin da offen für alles. Keine Angst vor der Arbeit. Ob nun Rüben oder anderes Zeug, das geht alles mit Cosplay relativ zügig. Ja, schön vollgepresst. Haben wir den Frühling, könnte man das aussehen. Wir haben jetzt aktuell, was können wir noch aussehen? Also Sojabohnen und Mais ist theoretisch noch machbar, aber auch Weizen, Gerste, Hafer geht auch noch und Sonnenblumen. Ansonsten würde man Ölrettich auch nicht, ist keine Frucht in dem Sinne, sondern mehr Zwischenfrucht. Pappeln geht, Gras geht, Zuckerrüben geht nicht, Karotte und alles andere Zeug geht auch. Also wer daraus vorzuschlagen hat,
kein Thema. Wird gemacht. Das ist zeitlich noch alles machbar. Auch Mais. Oder auch Soja. In den Punkt, wo er fräsen kann. Findet er nicht. Normalerweise liegen die Sägespäne. Gut, dann hat nicht. Sieht man, hier wird sich stören. Oder hier muss man zurückfahren. Alles herum. Ich werde auch gefunden. Noch nicht ganz. Aber noch nicht. Können wir leider die Stumpen hier wegholen, diese Abfalldinger hier. Also hier Mühe gemacht. Ich muss eine Karte und Baum aufmachen. Der soll es auch noch funktionieren. Ich könnte sowas nicht. Weil es meistens auf Englisch ist, was ich gar nicht kann. Ich muss sogar Deutsch verkehrt schreiben. Der ist ziemlich voll. Fahren wollen wir nicht. Ich bin noch zu kalt. Fahren wir daneben. Ja, das holt man vielleicht mit. LKW sollte voll sein. Werden wir nicht alles schaffen, wir werden wahrscheinlich nur losdüsen müssen. Ich hab da ein bisschen laut. Ich bin wieder zurück. Aber der ist so laut. Kurz aufheben. Der Rest auch noch weg. Gut. Eins, zwei, drei, vier. Oh, viel kleinere wir noch. Was die Blöde ist, dass wir mit dem LKW über die Wiese fahren müssen. Aber gut, dass es nicht anders, ne? Ich kann den runternehmen. Aber wir ziehen schön ab hier. Vorwärts. Ich hatte erst überlegt gehabt, na, kaufst du noch eine Krone dazu oder lässt die im Verband arbeiten, zu zweit, gleich Ballen pressen. Aber
Man sieht ja, das Ballenpressen dauert relativ lange. Relativ lange. Und dann steht die ganze Krone ein ganzes Jahr rum. Ja, und das bringt dann irgendwo nichts. Wir sind vorher immer noch ein Traktor. Der kann alles machen. Auch noch andere Arbeiten, die anfallen. Die Krone steht dann restlich herausgekommen. Gut, wenn wir viele Wiesen haben, mag das vielleicht nicht schlecht sein, wenn man gleich beides fertig hat. Mit Mähen und mit Ballenpressen. Aber so eine Krone kostet ja auch noch einen Haufen Kohle. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Die paar Bäume machen wir nächste Woche. Dann müssen wir den LKW auch noch entsprechend leer machen. Machen wir aus, machen für heute Feierabend. Die anderen beiden lasse ich mal weiterfahren. Vielleicht speichern die auch einen Kurs und machen den extra laden. Ansonsten, der ist voll. An den Stellen nochmal rechts ran. Und da ist für mich, dass er voll geladen ist. So, habe ich glaube ich den anderen aktiviert mit Mod für realistische Gewichte. Dann haben wir natürlich Lotto gewonnen. Okay. Muss ich die aktivieren, sonst können wir nicht fahren. Dann sag mal Tschüss und Winke Winke. Ciao. Ich danke fürs Reinschauen. Auch für die vielen neuen Abonnenten. Auch mein Dank. Freue mich drüber. Ja, dann sagen wir Tschüss für heute. Man sieht uns, hört sich vielleicht zur nächsten Folge morgen. Ne? In dem Fall morgen für mich ist eine Woche. Tschüss.